Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back zu einem neuen Video, das spielen wir Anacute. Das ist ein Spiel, was ich auf Steam gesehen habe und es hat sehr gute Bewertungen und ich habe es auch kurz gespielt schon. Also es ist ziemlich, ziemlich spaßig und sehr, sehr cool. Es geht quasi um diese kleinen Tierchen, die quasi die Stadt, in der Stadt leben. Und da gibt es so eine Company oder irgendwie sowas, die quasi irgendwas schlecht machen. Also die Leute mögen diese Menschen gar nicht, diese schlechten Menschen. Die haben so eine Gasmaske an und wir müssen gegen die kämpfen quasi. Und indem wir uns zusammentun und dann alle ermorden, so wird es enden. Und wir werden hoffentlich siegen zum Schluss. Aber wie auch immer, es ist verdammt warm, mein Zimmer. Es ist so warm, dass es extrem warm ist. Aber okay, lass uns loslegen, gucken, was es in dem Spiel geht, damit auch der Letzte von uns das Spiel versteht, denn das ist extrem wichtig, aber es ist super, super simpel. Es geht quasi darum, einfach zu protestieren und wir fangen als kleines Tierchen an. Wir sind ein kleiner Baby-Elefant und wir müssen hier durch. Und mir ist immer noch warm. Okay, wir können die Kamera ändern, wir können losgehen. Okay, das ist ziemlich, ziemlich cool. Aber ich liebe Tokio, ich wollte schon immer mal nach Tokio. Du auch? Okay, das ist auch ziemlich geil dort. Alles ist extrem bunt. Und alle sind Chinesen und Asiaten. Was beides dasselbe ist. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir einen Freund gefunden. Wir müssen Freunde finden. Und je mehr Freunde wir haben, desto besser ist es. Also wir haben jetzt drei Freunden. Einer ist ein Hase, einer ist ein Krokodil, einer ist ein Elefant, aber da kommen noch andere Tiere später dazu. Was ziemlich geil ist, aber auf der Map oben links könnt ihr sehen, wo sich die ganzen Tiere befinden. Die Tiere sind meistens diese weiße Stelle dort, by the way. Aber hier ist, ich weiß nicht, wieso die alle schlafen. Manche Tiere schlafen einfach, die muss man aufwecken. Also ich weiß nicht, man kann die aufwecken, indem man in die Nähe von denen geht. Aber ja, das ist ziemlich, ziemlich geil. Und da sehe ich schon Leute, die protestieren. Denn die mögen dieses Zeichen gar nicht. Seht ihr das Zeichen dort? Dieses komische Gasmaskenzeichen. Die Leute mögen dieses Zeichen gar nicht. Sie hassen es. Sie hassen es so extrem, dass sie wollen, dass sie wieder ein normales Leben führen können. Sie wollen nicht mehr diesen Scheiß. Was auch immer diese Menschen tun. Ich weiß nicht, was sie tun, aber das sind schlechte Menschen, okay? Das sind einfach schlechte Menschen. Und ja, jetzt sind wir schon ziemlich viele. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Wir sind eine Menge. Wow! Okay, hier gibt's viele von uns. Ach du Scheiße, wir werden ziemlich heftig sein. Yeah, jetzt geht's los. Ich sehe keine einzige weiße Stelle mehr auf der Map. Ja, wir haben jeden einzelnen. Jetzt können wir protestieren gehen. Jetzt werden die keine Chance mehr haben gegen uns. What the fuck ist das? Okay, wie auch immer. Lass uns attackieren. Attacke, meine Freunde. Oh mein Gott. Okay. Wir wurden gefangen genommen von den Spastis. Oh nein. Es kommen sogar Helikopter, um uns abzuholen. Wieso übertreiben die immer so? Naja, wie auch immer. Anna Team präsentiert. Das ist episch. Okay, also quasi, wir werden jetzt abgeschleppt. Wieso auch immer die jetzt alle schlafen. Alle schlafen wieder. Das ist verdammt komisch, aber ich habe das Gefühl, sobald die sich nicht bewegen, schlafen die. Also die entweder die bewegen sich oder die schlafen. Also die können anscheinend nicht in Ruhe sitzen und einfach nicht schlafen. Aber wie, es geht jetzt darum, diese Leute zu retten. Und ja, deswegen müsst ihr Freunde suchen und jeden einzelnen ermorden. Also ich brauche mehr Freunde, viel mehr Freunde. Drücke A zum Angreifen. Oh, ich sehe schon den ersten Gegner. So, jetzt können wir A drücken und der Typ ist tot. Oh, mir ist so warm. Ich bin so angepisst. Ich muss mehr Menschen eliminieren. Oh, nice. Wir sind 8 Stück schon. Das ist sehr schön. Oh, nein. Wir haben einen verloren. Oh, mein Gott. Wir haben einen verloren, Leute. Wie tragisch. Ach, der ist bestimmt eh nur eingeschlafen. Okay, in der Ecke sehe ich gerade, da gibt es noch mehr. Noch mehr von meinen Männern. Kommt her, meine Freunde. Wir müssen den zeigen, wer der wahre Boss ist. Und by the way, die Bäume sehen verdammt witzig aus. Die sind so pink. Was eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber da haben wir noch mehr Gegner. Okay, aber wir können werfen. Wir können werfen. Ich habe es ja kurz gespielt schon mal, by the way. Also ich weiß schon ein bisschen. Bisschen was. Aber die können Sachen aufheben. Seht ihr das? Aufständische können Objekte aufheben. Genau. Die können Sachen aufheben. Und da kann man die werfen. Was ziemlich, ziemlich geil ist. Aber wieso ich es jetzt geworfen habe, ich habe keine Ahnung. Okay, ja, ich weiß. Und zwar seht ihr diesen Typen da hinten. Der steht auf diesem Knopf. Und wir müssen das auf ihn werfen. Damit er da sich verpisst. Und dann können wir da in Ruhe durch. Und dann können wir ihn verprügeln. Und wir haben noch mehr Leute, die auf unserer Seite sind, was extrem geil ist. Also das macht so ziemlich viel Spaß. Und es wird auch mal schwerer. Weil ihr seht jetzt schon, es gibt mehr Fallen. Und es wird später viel, viel mehr Fallen geben. Was richtig krank sein wird. Aber wir zerstören jeden Einzelnen. Da haben wir eine Menge. 5 Leute auf einmal. Das ist krass. Aber jeder nimmt etwas. Jeder nimmt etwas, womit er werfen kann. Das ist richtig nice. Okay, wir werden es immer vorher werfen. Das wird sehr hilfreich werden. Ich sehe noch eine weiße Stelle auf der Map. Noch 2 weiße Stellen. Okay, wirf, wirf. Oh, das ist so nice. Alter, verprügeln wir jeden Einzelnen. Okay, die ersten Level sind auf jeden Fall ziemlich easy, weil es auch wenige Fallen gibt. Aber später wird es da Minen geben und sowas, was ziemlich krass sein wird. Und in die Minen will man nicht reingehen. Aber erstmal sollte jeder was aufheben. Nice. Und wir werden alles auf die Gegner werfen, aber vorsichtig. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. No. Das war knapp, das war super knapp. Fast hätte man uns getroffen, aber oh. Okay, das ist die letzte Station. Wir haben jeden verprügelt, jeden Einzelnen. Wir haben es geschafft. High five. Psch, nice. Huff. Okay, das war das erste jetzt, was wir geschafft haben. Ziemlich, ziemlich geil. By the way, mir ist immer noch warm. Ah, der Kaffee ist ebenfalls warm. Alles ist einfach warm. Du hast eine Münze gewonnen. Du wirst schon bald eine Verwendung dafür finden. Ich hoffe es. Münzen sind was Tolles. Aber das ist die Karte. Wir können uns hier eine Filmsequenz anschauen. Das ist quasi,
Ja, es ist einfach nur eine Filmsequenz, also nichts Besonderes. Aber da wird gezeigt, dass jetzt angefangen wird zu randalieren und so weiter und so fort. Und das sind anscheinend die Guten. Also für die sind die gut. Für uns sind die böse. Aber wir werden es einfach überspringen. Und das ist der Boss. Also das Ziel ist es wahrscheinlich, zum Boss zu kommen. Mehr weiß ich aber nicht. Also lass uns einfach weitermachen. Und wir werden, je weiter wir im Spiel sind, mehr dazu lernen, mehr Fähigkeiten erlernen, was ziemlich geil sein wird. Also das werdet ihr alle sehen. Aber wir sind natürlich immer noch in Tokio. Und ich würde sagen, let's go. Hey Freunde, wollt ihr meiner Crew beitreten? Der Kraft... Was? Krawallbalken zeigt, wie viele Aufständische sich dir angeschlossen haben. Mit genügend Aufständischen erhältst du neue Kräfte. Der Balken verringert sich, wenn Aufständische K.O. sind. Wenn die Anzahl der Aufständischen auf 0 sinkt, heißt es Game Over. Okay, ich weiß Bescheid. Vielen Dank für die Info. Kannst du mir gleich die nächste Info geben? Das wäre sehr episch. Okay, aber das ist ziemlich geil. Und zwar seht ihr da dieses heftige Gewicht von 1000 Tonnen anscheinend. Also das ist ein Riesengewicht. Und wir können B gedrückt halten. Und da können alle auf mit quasi alle gleichzeitig springen. Sieht man überhaupt einen Sprung hier? Irgendwie nicht, oder? Springt ihr überhaupt? Ja, die springen. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall können wir das Teil dann bewegen, was ziemlich geil ist. Und mit Hilfe des Teils können wir dann Gegner töten. Wow, sie sind in den Himmel geflogen. Wie Team Rockets. Hahaha. Ha, ha. Und wir können diese Minen dort auslösen, was ziemlich geil ist. Also dagegen kann man auf jeden Fall nichts sagen. Und da hinten sehe ich noch mehr Minen. Also wollen wir... Ich hoffe, ich kann nur meine eigenen nicht damit ermorden. Das wäre ziemlich lächerlich. Weil das wäre nicht mein Ziel, meine eigenen damit zu ermorden. Denn wir wollen ja im Endeffekt nur die Minen da wegbekommen, damit wir nicht irgendwie aus Versehen reintreten. So, wir stellen uns hier hin. Alle durch, alle durch. Nice. Und jetzt... Boom! Okay, richtige Richtung. Die erste Mine ist schon weg. Nur noch die zweite. Bam! Komm schon. Nimm sie. Nimm sie. Zeig ihr, wer der Boss ist. Okay, wir haben es geschafft. Oh, das ist noch mehr... Nein, no! Einer ist gestorben, glaube ich. Ohne Scheiß, Leute. Ich freue mich irgendwie schon auf den Winter. Weil der Sommer... Es ist wirklich schwer aufzunehmen. Also, es ist so super schwer aufzunehmen. Aber ich glaube, wir können die sogar... Ja, okay, die werfen sogar zu den Minen, seht ihr das? Die werfen das automatisch zu den Minen, was super geil ist. Was die Minen quasi dazu bringt, zu explodieren, ohne dass sie dann eine Gefahr darstellen, was ziemlich geil ist. Aber ich liebe Tokio, so geil einfach nur. Da will ich unbedingt mal hin. Stampfe mit B, um sie irgendwas zurückzudrängen oder sowas. Bäm! Ach so! Holy shit, wir haben sie in die Minen geworfen, wie geil ist das denn? Okay, wir prügeln wir sie lieber. Alter, ich würde so geil, wie die nach oben fliegen. Yes, wir haben noch mehr gefunden. Super geil, sprinte mit X. Okay, jetzt haben wir Sniper auf den Dächern. Ach du Scheiße. Was gibt's hier noch alles in dem Spiel? Da kommt echt eine Menge zu. Aber wir müssen sprinten. Okay, lass uns sprinten, lass uns laufen. Sprinte, sprinte, sprinte. Nice. Sehr geil. Okay, wirf erstmal alles. Und jetzt B. Hallo, kannst du bitte... Es geht nicht. Okay, schlagen wir jetzt einfach zusammen. Das geht auch. Wir müssen ja keine Erdbeben verursachen. Erobere die Flagge. Ach so, haben wir noch nicht. Okay. Ah, genau, ja, okay. Da müssen wir ein Auto drauf werfen. Das weiß ich auch. Und zwar müssen wir hier auf den Knopf drauf... Jetzt kommt ein Auto aus dem Teil. Das ging schnell. Und jetzt haben wir ein Auto. Jetzt können wir werfen. Und es explodiert dann. Und dann können wir weiter. Aber gibt es hier noch ein paar Leute, die wir mitnehmen können? Und ja, das gibt's. Genau auf der anderen Seite, wie wir auf der Map sehen können. Da hinten gibt es noch einige Leute, die wir evakuieren können. Obwohl evakuieren, das ist das falsche Wort, glaube ich, oder? Ich habe gerade einen Blackout. Ich habe vergessen, was evakuieren heißt. Ich weiß es normalerweise. Ich verspreche, es ist nur ein Blackout. Können wir noch ein Auto hier rausholen? Alter. Ich kann meine eigene Car Company aufmachen. Best ever in my life. Boah, das sind echt viele Gegner. Wow. Wir haben, Leute, wir haben mit einer Explosion, haben wir alle ermordet. Autos werfen lohnt sich, merke ich mir fürs Leben. Aber da haben wir noch mehr Leute, holy shit. Und da haben wir noch mehr Minen. Aktiviert die Minen, aktiviert die Minen. Ja, nice, okay. Mehr Minen aktivieren. Oh, das war eine fette Explosion. Ach du Scheiße. Okay, werfen wir alles. Ich glaube, das ist die letzte Stage. Das sind die letzten, gegen die wir kämpfen müssen. Okay, tötet jeden Einzelnen, tötet jeden Einzelnen. Nice, wir haben es geschafft, glaube ich, oder? Ja, die Flagge geht nach oben. Und das bedeutet, dieser Partei ist jetzt gerettet. Wir haben alles geschafft, was sehr geil ist. Und wir können sehr stolz auf uns sein. Und ich schwitze immer noch extrem. Okay, ich fühle mich zwar nicht mehr so danach irgendwie, weil es einfach viel, viel zu warm ist, Leute, um gerade Videos aufzunehmen. Ich hoffe, über die Tage wird es ein bisschen kälter. So 20 Grad wird perfekt. Aber wie auch immer, wir gehen einfach jetzt einfach ins nächste Level und schauen mal, ob wir da Randale machen können. Und das wird das letzte sein. Und wahrscheinlich wird es auch wesentlich schwerer, weil das Level wird, die Level werden immer und immer schwerer, was logisch ist. Aber okay, wir spawnen und haben gleich am Anfang ein paar Leute. Das ist auf jeden Fall krass. Lass uns den Wagen nehmen und werfen. Wirf den Wagen. Das ist so geil, ne? Das muss man sich auf jeden Fall merken, das mit dem Wagen werfen. Okay, wir haben hier noch ein paar Schilder. Und sogar diese Teile. Könnt ihr das aufheben? Ja, das könnt ihr sogar aufheben. Also das ist super, super geil, dass sie jeden Scheiß aufheben können. Jeden Scheiß. Jeden Scheiß, den ihr seht. Einfach easy aufheben. Wir mussten den Typ nicht mehr berühren und der ist schon tot. Oh, der Typ sieht stark aus. Was ist das genau? Der hat so Laseraugen. Ziemlich, ziemlich gruselig. Aber ich glaube, wir sollten in der Lage sein, den zu eliminieren. Bam. Nice. Okay, attackieren wir ihn. Attackieren wir ihn. Was ist das? Oh, ach so. Er war mit der Flagge verbunden. Ich verstehe. Okay, gibt es hier noch mehr Leute, die wir in unser Team bringen können? Ja, da hinten eine Menge. Und alle schlafen. Ich glaube, denen wurde irgendwas verabreicht, Leute.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wir können hier diese Teile schlagen und dann kriegen wir eine neue Special-Fähigkeit. Dies ist dein Rasereibalken. Der Balken füllt sich, wenn du Feinde triffst. Wenn er voll ist, kannst du B für einen Superstampfer drücken. Oder X für einen Supersprint. Drücke X oder B. Okay, das war sehr cool. Hi, Leute. Bam. Bam. Attacke jeden Einzelnen. Oh, tut er jeden Einzelnen. Nice. Bam. Okay, wir haben's. Oh, zerstör das. Wir brauchen mehr Autos. Da ist noch ein Gitter. Bam. Best Wurf in my life. Okay, wir müssen definitiv näher dran. Definitiv. Bam. Okay, nice. Liebe diese Explosion. So geil einfach nur. Wirf alles auf die Gegner. Tut er jeden Einzelnen. Tut er jeden Einzelnen. Schneller. Ah, okay, das ist eine neue Flagge. Bam. Holy shit, was geht hier vor sich? Wie viele Leute haben wir? 18 Leute haben wir. Natürlich sterben auch Leute, wenn wir kämpfen. Das ist das Problem, aber wir haben die Flagge bekommen. War das die letzte? Nein, ich glaube nicht. Da gibt es noch einiges, was wir freischalten müssen. Oh, hier gibt es wieder Sniper. Ich glaube, hier müssen wir drüber sprinten, genau. Hier müssen wir sprinten auf jeden Fall. Bam. Okay, nice, wir haben's. Okay, Attacke, 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 Attacke. Und wir haben noch mehr Leute, die sich uns anschließen. Okay, eliminiert den Typen, weil der ist mit der Flagge verbunden. Was sehr wichtig ist, dass wir die erobern auf jeden Fall. Wir müssen nämlich jede einzelne Flagge erobern. Das Problem ist allerdings, gegen die Sniper oben kann man nichts tun. Also da muss man einfach darüber durchsprinten oder wie auch immer. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber hier muss man auf jeden Fall eine Menge hinwerfen, weil die ganzen Sachen, die nerven extrem. Und da haben wir noch ein paar Leute, die sich uns anschließen. Aber zerstören wir erstmal die beiden. Oh nein, ich bin in der Mine getreten. Oh shit. Zwei von uns sind gestorben. Scheiße. Oh. Okay, hier sind ein paar gefangen. Neue Tier. Ein neues Tier, ein Tintenfisch. Okay, denkt ihr, die Tiere haben auch alle verschiedene Fähigkeiten? Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Also es wäre sehr wahrscheinlich sogar. Okay, aber aktiviere erstmal die Mine, damit sie uns nichts tut. Und da hinten haben wir schon das Ziel. Also da müssen wir... Bam! Oh, nice. Komm schon, bam! Okay, nice. Jetzt tötet alle. Einfach nur... Wir können einfach nur einen Knopf drücken, was ziemlich geil ist. Super entspannt. Definitiv. Wir haben nur eine Qualle freigeschaltet, Leute. Wie viele Tiere gibt's hier? Und wir haben es geschafft. Okay, nice gemacht, auf jeden Fall. Macht Spaß, das Spiel. Ich mag's. Okay, Leute, aber das war's immer für die Folge. Es ist zu warm, es ist super anstrengend, es ist super schwer, aber das Spiel macht super Spaß, es ist verdammt süß. Ich denke, viele werden es mögen oder die meisten, also lasst mich aber mehr wissen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Also schaut euch auf die Links, wenn es dir gefallen hat, sagt mir Badass, du bist so lecker, das Video abonniere jetzt. Und wenn es dann dazu beisteht, ist es für dich im nächsten Video wiedersehen, dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1, ciao!